Und endlich ist es wieder soweit. Craft Attack steht vor der Tür. Wir befinden uns mittlerweile in der 11. Staffel. Und selbstverständlich bin ich auch wieder dieses Jahr mit am Start. Und der Server ist jetzt seit 24 Stunden offen und es ist schon eine Menge passiert. Das hier ist die legendäre erste Folge, in der ich euch erstmal alles ein bisschen ganz grob erkläre. Ihr so die ersten Einblicke von diesem Projekt bekommt. Aber das hier ist natürlich erst der Anfang und es wird eine Menge ziemlich krasser Stuff. Besondere Aktion und wirklich ein XXL-Bauprojekt auf euch warten. Solltet ihr euch dieses Jahr auch natürlich mal wieder auf dieses ganze Drumherum freuen, lasst unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin super gespannt, immer wieder eure Meinungen zu den ganzen verschiedenen Sachen zu hören. Und als allererstes muss ich euch erstmal eine Sache erzählen. Wir sind hier gerade auf meinem Main-Channel BastiGRG. Und das hier ist die offizielle erste Folge. Und der Plan wird auch sein, dass ich jeden Tag eine neue Folge online bringe. Also jeden Tag neue Videos zu Craft Attack 11. Aber die werden auf meinem Zweitkanal Bastian wieder hochgeladen. Also genauso wie wir das auch schon letztes Jahr hatten. Parallel hier auf dem Main-Channel jeden zweiten Tag Battles, Challenges, Großprojekte und auf dem Zweitkanal jeden Tag eine Daily-Folge Craft Attack. Und dazu werde ich auch noch jeden Tag auf Twitch streamen. Also glaubt mir, ihr werdet auf jeden Fall eine Menge Content haben und ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr nice Zeit. Aber kommen wir erstmal zum Eigentlichen. Wir hatten selbstverständlich auch die klassische Craft Attack-Begrüßung. Was geht meine Freunde und willkommen zu der neuen Staffel. Ja, immer wieder schön. Und es ging natürlich dann erstmal am Anfang darum, sich die besten Grundstücke zu sichern. Und die GRG-Crew muss natürlich zusammen eine große Fläche einnehmen. Und so sind wir alle in Richtung Nordwesten geflogen. Oh, nee, ne? Boah, das dauert zu lang. Okay, das dauert zu lang. Das sieht so komisch. Das ist so krass. Ja, und am Ende sind wir hier gelandet. Wir sind hier im Nordwesten der Insel. Und ich habe direkt am Anfang eine ziemlich große Fläche für mich beansprucht, denn wir brauchen auch eine Menge, Menge Platz. Diese flache Plains-Fläche, die ihr dort sehen könnt, das ist mein Gebiet, was mir gehört. Ich habe in der Mitte auch einen Fluss. Und zwar diesen Fluss hier hinter mir. Also die ganze Fläche, die gehört auch noch zu mir. Dann hier drüben, hier war alles voll mit Bäumen. Und bis dort hinten hin, also eigentlich mehr oder weniger die gesamte Insel gehört auch nochmal mir. Und glaubt mir, ich habe echt eine Menge Bäume gestern abgebaut. Ey, was geht ab bei euch? Ja, wir sind doch beim Equipment. Komm hoch. Ja, komm Nordwesten jetzt mal langsam. Ich bin schon hier auf dem Weg. Ey, habt ihr mir ein geiles Grundstück schon reserviert? Hab ich den Shotgun dürfen? Ja, ne? Nee, wir also haben ganz Nordwesten gehört uns, basically. Ja, Nordwesten, das hat alles uns. Da müssen wir uns nur untereinander klären. Okay. Und wir haben ja noch viele externe Leute, denen wir auch schon was sichern müssen, ne? Wir müssen das aber nicht so explizit jetzt, dass wir, yo, hey, Papa Platte baut hier, sondern, Kevin, ich weiß so. Kevin kann sich in der GRG-Area dann einfach was aussuchen, das passt schon. Also wir haben genug hier. Heißt es GRG-Area? Wir sind, also drück mal Tab bitte. Natürlich. Ja, das habe ich schon gesehen, das ist eindrucksvoll, ne? Dann haben wir direkt nördlich von mir, dort wo der Birkenwald ist, dort wird Veni bauen. Auch wieder super nice, wie jede Staffel ist Veni in meiner Nähe. Östlich von mir haben wir das Chaos-Duo Norisk und Veto, bei denen ich mich seit Craft Attack 8 echt freue, wenn sie in meiner Nähe sind. Ja doch, ich habe halt den Honigolem ausgetauscht mit Slimeblöcken, weil ich hatte ein paar Slimeblöcke zu viel. Und auch nicht vergessen, Craft Attack 9, als sie schön mit Netherrack gebaut haben. Okay, es ist jetzt der nächste Tag und wir haben es geschafft, das komplette Diktar, so wie es halt vorher war, einmal zu replacen mit Netherrack. Ja, endlich sind die beiden wieder in meiner Nähe. Nein, ich freue mich wirklich. Dann westlich auf diesem Dschungelberg ist Noriax, der neu im Projekt dabei ist. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Es geht auch ein bisschen um den Dschungel. Eventuell geht Fabo hier mit in den Dschungel, beziehungsweise wird das noch meine Fläche sein, aber Fabo hat auf jeden Fall die Fläche hier komplett unten, den Zipfel sich geclaimt. Aber auf jeden Fall ist Fabo auch in unserer Nähe, was mich sehr freut. Im Vergleich zu letzten Jahr war er nämlich etwas weiter weg. Etwas weiter westlich auch auf dem Berg wird Hugo bauen. Südlicher von Fabo hier in die Richtung, man sieht es jetzt nicht mehr ganz auf dem Bild, wird unter anderem auch Heiko sein. Ich kann euch aktuell noch nicht sagen, wo Stegi wohnen wird. Ich denke, der wird auch in der Nähe sein. Das Cherry Grove Biom im Hintergrund, das gehört zu wichtiger. Aber ich glaube, man kann erstmal festhalten, wir haben auf jeden Fall erstmal eine super gute Fläche. Kevin, Papa Platte wird hier auch nochmal irgendwo bauen und dieses Jahr auch ein bisschen mehr bauen. Aber ich freue mich so unfassbar. Und ihr seht schon, ich habe auch ein paar Sachen natürlich schon gemacht. Denn der Start in Craft Attack, der passiert auch immer erstmal offline. Und das hat erstmal dazu geführt, ganz klassisch, wurde gestern erstmal ein bisschen gecaved. Macht eigentlich gerade jemand schon Verzauberung? Weil ich fand, es tut mir echt gerade ein bisschen weh, die ganzen Dias abzubauen ohne Fortune 3. Ich bin dabei, aber wir haben kein Backpack. Halt, ne? Man findet so viele Dias. Hey, du jetzt halt, oh mein Gott. Hey, oh! Nein! Mabak, er kriegt Greenlight wieder. Ja,
das in den Chat schreiben. Was, L? Oh mein Gott. Server-Lagged. Server-Lagged. Ich trau mich gar nicht zu schreiben, Alter. Ich ist. Pavo schreibt jetzt, schreib jetzt. Ich kann jetzt Spark eine Woche. Ich kann. Provokant. Hä, ich werde eine Woche jetzt nicht mit Spark reden. Titel ist gesichert. Oh mein Gott. Petrit hat auch nichts gesagt, dass der Creeper kommt. Oh mein Gott. Ja, und dadurch sind wir relativ schnell schon an soliden Diamantstuff angekommen, also Full Dia. Aber das wird sich in der heutigen Folge noch ändern, denn logischerweise wollen wir am Ende dieser Folge auch wieder Full Netherite sein. Wir wollen fertig equipped sein. Und ganz wichtig, was ihr auch schon bereits in meiner Offhand seht, ist, dass ich ein Totem habe. Das ist natürlich sehr wichtig, denn ich werde auch dieses Jahr wieder versuchen, genauso wie es mir auch letztes Jahr erfolgreich gelungen ist, keinen einzigen Tod in Crafthack 11 zu haben. Deswegen Totems unfassbar wichtig und wir haben sehr früh mit vielen Leuten direkt einen Raid gespielt. Verstärkung. Heiko ist drin. Boah, starkes Feuer, starkes Feuer. Oh, Achtung! Ey, hallo! Schau doch, Heiko, pass auf! Ja. Oh, schieße mich ab! Ja, hätte Mike 10-mal. Das ist wieder Evoker. Der summoned. Ich hab Veto getroffen, ist das sicher jetzt? Stark. Dead, ich hab Leute, die schießen. Die haben Waffen. Was die hier? Stark. Hände hoch, Snipe. Totem! Veto ist weg! Oh, jo! Oh. Tschüss! Alter! Hey. Damn. Das Dorf ist halt ein bisschen weiter in Richtung Süden. Also ihr könnt euch generell merken, in dieser Crafthack-Staffel, der komplette Norden gehört GHG. Generell, wenn wir Tab drücken, immer der GHG-Status ist unfassbar wichtig. Es muss der am häufigsten vertretene Status sein. Und ganz emotional, es gab auch gestern das allererste Mal Liege wie. Wer nicht weiß, was Liege wie bedeutet, ihr werdet es im Verlauf von Crafthack auf jeden Fall verstehen. Es ist ein magischer Zauberspruch, der dazu führt, dass der Server sofort schlafen gehen wird. Es ist die einzige Option, um die Nacht zu skippen. Man wird sich nur hinlegen, wenn man Liege wie in den Chat reinschreibt. Das ist Crafthack OG History. Das muss so weiterhin bleiben. Deswegen wundert euch nicht. Aber Liege wie ist Pflicht. Okay, wollen wir ganz kurz Liege wie Power zeigen? Oh ja, alle gleichzeitig. Timing aber. Ja, jetzt. Weißt du, hat der schon geschrieben? Alle. Ich lag ja schon im Bett. Jetzt. Boah! Instant Tag. Gänsehaut. Ja, hier drüben, wir sind jetzt im südlichen Teil. Das dort drüben ist ja immer noch meine Insel. Hier wohnt Fabo und ich glaube, dass hier schon ein bisschen Villager-Breeder am Start sind. Also dieses Jahr habe ich mit Villagern nicht so viel am Hut. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hier auf jeden Fall ein bisschen... Ich habe hier mit gar nichts zu tun. Aber auf jeden Fall sind hier... Oh, das ist sehr gut. Also ihr seht, hier sind auf jeden Fall schon ordentlich stabile Bücher mit am Start. Da können wir auf jeden Fall auch gleich mal traden. Denn ich habe natürlich auch schon eine Menge Holz gefarmt. Das Holz habe ich auch direkt in Sticks umgewandelt. Sticks bei einem Fletcher geben dann auch eine Menge Level. Und so ist dann eigentlich der stabile Start auch direkt mit dabei. Deswegen, wir kümmern uns jetzt erstmal ganz kurz ums Traden. Und das hier werde ich in Zukunft hoffentlich nicht so oft sehen. Ich hasse das. Wenn überall wieder Boote rumstehen. Naja, aber wirklich, Boote müssen abgebaut werden. Keine neidischen Blicke, aber meine Kisten an Tag Nummer 1. Wow, was die macht mal. Halblang. Also wir haben, hier müssen noch ein paar Sachen zensiert werden. Aber was hier sehr wichtig ist, wir haben schon eine Menge Emeralds. Ich habe wirklich sehr viele Bäume hier abgebaut. Und dadurch habe ich auch noch unfassbar viele Emeralds. Und deswegen holen wir uns erstmal ein paar geile Verzauberungen. So, zum Glück haben wir schon ordentlich was. Und jetzt wird erstmal ein bisschen geshoppt. Dazu brauchen wir erstmal Bücher. Das holen wir uns mit Bücherregalen. Und zwar, wir brauchen 4x Prod 4. 4x Mending. Und dann auch 4x oder eben 3x Unbreaking. Das Ganze jetzt eben kombiniert. Packen wir uns auf die Rüstung, denn Rüstung ist am Anfang erstmal das Wichtigste. Aber ich hole mir noch ein bisschen mehr Holz, damit wir noch mehr Level bekommen. Und gleichzeitig noch ein paar Emeralds. Deswegen wird gefarmt. Ja, das wird auf jeden Fall hier eine Menge Terraforming dieses Jahr auch in der Staffel geben. Ich werde euch auch, by the way, noch verraten, was ich dieses Jahr so bauen werde und in welche Richtung mein Bauprojekt geht. Nur ich kann so viel schon mal sagen, ich werde eine Menge Platz brauchen. Und es wird auch sehr früh schon eine etwas größere Sprengaktion geben. Aber ich habe mir auf jeden Fall was vorgenommen. Nachdem letztes Jahr die Staffel mit der Pyramide auch so unfassbar nice und eben auch besonders war. Ich glaube, sind die Erwartungen sehr, sehr hoch. Ich bin gespannt, ob wir dem gerecht werden. Ach, was würde ich nur ohne Fletcher tun? Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir ein paar Level rausbekommen werden. Damit wir auf jeden Fall noch Full Enchanten können. Das sieht schon mal gut aus. Alright, damit haben wir jetzt wieder ordentlich Emeralds. Damit holen wir uns nochmal das vierte Unbreaking-Buch. Sharpness 5. Nochmal Mending für die Axt.
nochmal Aquafinity. Und das sollte jetzt für den Anfang erstmal reichen, für eben Basic Standard Equipment. Okay, wir gönnen uns mal einen Bogen. Bitte vielleicht noch Infinity Power 4. Dann noch eine Schaufel hinterher. Ja, das sieht gut aus. Dann machen wir jetzt erstmal auf diese wunderbare Rüstung. Komplett Prot 4. Schon mal gut. Kombinieren alle Mending mit Unbreaking Bücher. Jetzt brauchen wir wieder eine Menge Level, damit wir das auf die Rüstung packen können. Schön weiter Terraform. Kleiner Zwischenstand, wenn man sich mal wirklich vorstellt, hier war alles voll mit Bäumen. Auch hier der Berg, alles hoch. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Eine witzige Sache, die by the way auch passiert ist. Wir waren ja in unserem großen Call und Hugo hat die Angewohnheit, dass er immer wieder eine ganz bestimmte Sache super oft sagen möchte. Und ich habe mit ihm eine kleine Wette abgeschlossen. Das könnt ihr hier mal sehen. Ich komme mit dem Jetpack, Riese, selbst durch mein Headset. Hugo, wollen wir eine kleine Wette dazu machen, dass du das nie wieder sagst? Mann. Wenn du es in den nächsten 4 Wochen nicht einmal sagen wirst, kriegst du von mir 100 Subgifts. Ja, und ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, was schätzt ihr, wie lange hat es gedauert, bis Hugo das sagt? Oder glaubt ihr, Hugo schafft das wirklich 30 Tage? Check, aber check. Ist er denn gerade da? Check, check. Komm mit dem Jetpack, Riese, selbst. Oh, Hammer! Hey, du bist das so dumm. Bro, du kannst mir direkt 100 Subgifts kaufen. Oh mein Gott. Digga, keine 10 Minuten, was ist das? Ich dachte, das dauert bis Samstag, Lord. Ist das scheiße. Hugo, Real Talk, ich bin offline, aber du kannst gerne trotzdem. Wir können aber direkt nochmal von vorne machen. Ey, ich hab's nicht ganz ausgesprochen. Digga. Du hast so, ja, wer bist denn du? Moment, Moment, Moment. Du bist ja Tag 1, Wolf. Du wirst gezähmt. 2 Knochen, die müssen reichen. Ja, es ist der Tag 1, Hund. Wir beide bis ans Ende von Craft Tag 11. Ich habe auch sogar einen Name Tag. Day 1 OG. Der Day 1, Tag 1 OG. Er war am Anfang dabei. So, die untere Fläche haben wir mittlerweile jetzt komplett von Bäumen befreit. Jetzt geht's hier oben halt weiter. Damit versuche ich dann erstmal die Rüstung voll zu machen. Also nicht mit dem Holz direkt, aber halt mit den Leveln, die ich vom Train bekomme. So, Jungs, da bin ich wieder. So, Rüstung ist fertig. Wir sind komplett Prot 4, Mending Unbreaking 3. Da fehlen natürlich noch ein paar Sachen. Soul Speed, Deathstrider, Respiration, Aquafinity, Swift Sneak. Okay, es fehlen doch schon noch einige Sachen. Aber das Grundgerüst steht. Wollt ihr mal wissen, wie sich das anhört, wenn man mit 6 Leuten in einem Call ist? Offstream? Da hat sich nichts getan. Nein, Digga, hast du das mal sauber gemacht? Bei mir ist das so ein Weiß. Was ist sauber? Hey, ey, Hugo, so kann deine Toilette nicht aussehen. Was? Ey, Hugo, das geht nicht. Feister, Digga. Feister, du bist der Beste. Und eine Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe, die für Folge 1 sehr, oh, ich freue mich über den Hund, die natürlich für Folge 1 unfassbar wichtig ist. Ich war gestern auch schon ein bisschen im Nether unterwegs und wenn ihr wissen wollt, wie so etwas um 1 Uhr nachts aussieht, so in etwa, wollt ihr mal wissen, wie sich das anhört, wenn man mit 6 Leuten in einem Call ist, offstream? Check, check. Ja, ihr verpasst nicht viel. Und eine Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe, die für Folge 1 sehr, oh, ich freue mich über den Hund, die natürlich für Folge 1 unfassbar wichtig ist. Ich war gestern auch schon ein bisschen im Nether unterwegs. Und wenn ihr wissen wollt, wie so etwas um 1 Uhr nachts aussieht, so in etwa. Das heißt aber auf jeden Fall für uns in Folge Nummer 1 direkt mal Netherite-Rüstung. Da es aber das allererste Mal ist, dass wir in der neuen Version spielen und zum Glück... Oh, das könnte eng werden. Gibt es jetzt auch Armor-Templates. Das bedeutet, dass Rüstungen jetzt auch nochmal ein bisschen cool aussehen, aber wir haben leider ein bisschen wenig Diamanten. Deswegen müssen wir gleich nochmal... Wir müssen nochmal Dias farmen. Juhu! Aber wir haben jetzt mittlerweile Fortune. Diamonds! Ich wollte... Wir brauchen aber noch mehr. Ey, das ist voll krass mit den Armor, also mit den Armor-Templates. Aber es ist generell eigentlich sehr cool, dass es das allererste Mal jetzt in der Craft-Hack gibt. Noch mehr Dias. Oh. So, viel mehr brauchen wir jetzt auch gar nicht. Ah, okay, doch. Diamanten. Okay,
Wir brauchen mehr als 28. Boah, nicht richtig viel. Oh mein Gott. Ich habe leider gestern meine ganzen Dias Stegen geschenkt. Das ist der Diamanten-Grind. Für die Rüstung haben wir mittlerweile genügend Dias, damit wir noch mehr Smithing-Templates machen können. Aber ich will eigentlich noch Schwert und Spitzhacken. Eigentlich will ich auch nicht was ranholen. Das ist hart. Diese einzelnen Vorkommen sind wirklich, die sind echt gemein. Ah, ne, haben wir eben nie was gesagt. Diamanten haben wir massig am Start. Das ist sehr, 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 sehr gut. Und jetzt können wir uns... Ich habe noch nebenbei ein paar andere Sachen gefarmt. Jetzt können wir uns nebenbei... Oh, genieß das mal. 7 Sachen in Netherite. Können wir uns jetzt gönnen. Wir müssen dazu halt, wie gesagt, das Template... Ne? Das können wir jetzt auch 7-mal duplizieren. Ich finde das, by the way, unfassbar cool, dass es das gibt. Bin großer Fan hiervon. So, 8-mal haben wir das. Einmal legen wir das nochmal safe. Und jetzt genießt das. Wir machen einmal. Einmal die Rüstung ready. Boss. Stylisch. Und wir machen... Netherite-Schwert. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen verzaubern. Spitzhacke und auch die Axt. Sehr, sehr, sehr stabil. So lässt sich doch an Folge 1... Oh. So sieht es doch in Folge 1 schon mal sehr, sehr solide aus. Aber wir haben noch ein bisschen mehr vor. Denn wir haben uns jetzt equipped. Wir haben jetzt unsere Sachen langsam so ready. Aber die große Frage, die ihr euch jetzt wahrscheinlich auch stellt, was ist denn eigentlich dein Plan für diese Staffel Craft Attack? Ich habe ein unfassbar riesiges Grundstück und ich weiß immer noch nicht so ganz, wohin ich genau bauen werde. Also eventuell werde ich halt nur auf der Insel bauen oder ich werde jetzt weniger von dieser Fläche mit beanspruchen. Aber ich habe mir einfach sicherheitshalber sehr viel genommen. Nachdem wir letztes Jahr in Craft Attack 10 das große Black Poison Thema hatten, ich die riesige Pyramide gebaut habe mit unfassbar großen Keller, möchte ich in ein ganz anderes Farbspektrum, in einen ganz anderen Themenbereich, denn es wird auch unfassbar ästhetisch. Aber die Farben, die wir für dieses Jahr in Craft Attack bei mir sehen werden, es wird eine Kombination aus Grün und Braun, die Naturidylle, wird unser Hauptthema sein. Ich habe vor, eine unfassbar riesige Megabase zu bauen, die, wenn man sie sich anguckt, man sagen wird, das war wohl unfassbar viel Arbeit und es wird auch aus unfassbar viel Arbeit bestehen. Der Plan ist es, ein gigantisches Loch in den Boden zu stampfen, das mit einem Durchmesser, wir reden hier von wahrscheinlich 150 bis 200 Blöcke im Durchmesser, auf mehreren Stufen nach unten gelayert ist, komplett ausgehoben, mit Farbverlauf grün-braun, da müssen wir noch ein bisschen darüber uns unterhalten, wie das am Ende genau aussehen soll, mit mehr oder weniger Custom-Biom, super schön geschmückt, Bäume, grün, braun, Wasserfälle, alles, was man sich vorstellen kann. Und glaubt mir, über dieses Loch, wenn wir zusätzlich noch etwas bauen, da freue ich mich sehr darauf. Aber um ganz kurz langsam zu machen, wir werden trotzdem für den Anfang, das ist unfassbar wichtig für mich, wir werden eine Starterbase bauen. Genauso wie wir das letztes Jahr gemacht haben und ich meine Pyramide im Black Poison Stil hatte, werden wir uns hier auch darum kümmern, eine Naturbase in Form einer normalen Struktur zu bauen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall ein paar Materialien, denn meine Struktur, auf die ich mich beziehen möchte, wird eine Entity sein. Und dafür müssen wir uns erstmal darum kümmern, ordentlich Blöcke ranzuholen. Und zwar eine Sache, die unfassbar wichtig ist, weil wir ja auch mit vielen grünen Natur, was auch immer, Blöcken bauen wollen. Wir brauchen unsere allererste Farm. Denn ich brauche ein Material ziemlich häufig. Eventuell werden ein paar Leute von euch diese Farm auch schon kennen. Wir müssen uns ein bisschen equippen. Und zwar, wir brauchen... Oh Gott, wir brauchen eine Menge Pistons. Das heißt auch nochmal ein bisschen mehr Cobblestone. Einmal das, dann brauchen wir noch einen Sticky Piston, den muss ich dann irgendwie noch später ranholen. Dann ein bisschen Glas. Einen Moosblock, den haben wir schon. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Obsidian. Unten haben wir einen Lavasee. Dann brauchen wir 4 Lava-Eimer. 2 Wassereimer. Wir brauchen 8 Hopper. Wir brauchen ein paar Stairs, ein paar normale Blöcke, einen Observer und 4 Repeater. Und damit können wir unsere Moosfarm beginnen. Moos ist ein unfassbar wichtiges Material für Mossy-Blöcke, logischerweise, aber auch generell als Block. Super wichtig für viele Sachen, die ich bauen werde. Und die Frage ist ein bisschen, wo wir das jetzt hinbauen werden. Ich glaube, ich mache es hier ein bisschen an den Rand, sodass es auf jeden Fall beim späteren Bau nicht in die Quere kommt. Und wenn nicht, können wir es dann auch später immer noch abbauen. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, dass ich das jetzt einfach hier an die Oberfläche baue. Ich werde es bereuen. Observer, darauf kommt der Moosblock. Das ist der absolut wichtigste Block. Ich werde diese ganze Konstruktion unter der Erde bauen. Einfach aus dem simplen Grund. Ich würde es ansonsten einfach wirklich bereuen. So.
Jetzt unser kleines Loch hier ausgehoben. Jetzt geht es darum, das mehr oder weniger Wichtigste direkt zu machen. Wir platzieren hier unseren Moosbock, um den es halt geht. Diese Cleanstone-Blöcke sind die Blöcke, die sich am Ende verwandeln werden. Und an jeder Seite bauen wir nochmal ein kleines 2x2-Quadrat. Dann platzieren wir hier überall temporäre Blöcke. Obsidian. Glas jeweils an den Seiten. Temporäre Blöcke sind das, by the way, weil sie gleich wieder weggemacht werden. Wir brauchen jetzt Pistons. Und jetzt kommen hier an den Seiten Stairs und Obsidian hin. Dann dort Lava rein und das wiederholen wir jetzt an allen Seiten. Und das mit Wasser befüllen. Auf allen Stairs Glas. Und dann überall auch ebenfalls Lava hinein. Jetzt kommen die entscheidenden Pistons, die wir brauchen, um unser Moos auch zu bekommen. Das sieht ja wunderschön aus hier. Folge 1 und ich baue hier sowas. So, dann werden die Pistons noch alle bepowert. Wir brauchen dafür mehrere Repeater. Lasst mich bitte nicht zu oft was mit Redstone in diesem Crafting machen. Und logischerweise, damit wir auch das gesamte Moos mal wieder bekommen, kommen jetzt unsere Hopper hier einmal drumherum. Und dann müssen wir noch gleich mit Glas ein paar Spots schließen. Und zwar die auf dem Obsidian. Dann, damit kein Wasser verschüttet wird, machen wir nochmal unter den Stairs volle Blöcke. Das war immer wieder ein Problem in One Block. Das hat, glaubt mir, das hat mir so Kopfschmerzen gemacht. Und rein theoretisch sollte es das jetzt schon sein. Wir brauchen jetzt halt nur Bone Meal. Das kommt dann hier rein. Und rein theoretisch ohne Clock sollte das Ganze jetzt funktionieren. Und es klingt sehr gut. Wir bekommen nämlich momentan dadurch automatisiert Moos und der Cleanstone, der sich erzeugt, verwandelt sich wieder immer weiter zu Moos. Sehr gut, simpel. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Clock. Dafür gibt es natürlich verschiedene Konstruktionen. Ich mache jetzt einfach eine simple. Und zwar erstmal, hier ist unsere Kiste. Hier kommt eben der Stuff an. Das war einmal so. Dann einmal so. Hier an die Seite connected. Dort drüben. Dann packen wir nochmal schnell eine Fackel ran. Aber jetzt ist es halt auch ein bisschen zu schnell. Wir müssen das alles nochmal umstellen. Ja, das sieht sehr gut aus. Nur leider haben wir keinen Bone Meal mehr. So haben wir eine funktionierende Moosfarm. Nächstes Problem ist aber das Bone Meal. Das kriegen wir aber auf jeden Fall auch nochmal hin. Denn wir haben ja ein riesiges Projekt vor uns, Leute. Das war Folge Nummer 1. Es war erst nur der Beginn. Wir haben unfassbar vieles vor. Ihr werdet ab jetzt alle Daily-Folgen auf meinem Zweitkanal Bastian sehen. Das hier ist nur sozusagen die Anfangsfolge, um euch auch darauf aufmerksam zu machen, dass eben alles jetzt auf meinem Zweitkanal läuft. Hier auf diesem Kanal geht es weiter mit dem gewohnten Minecraft-Content. Und da drüben gibt es halt eben noch mehr Minecraft. Ich freue mich unfassbar sehr. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beide Kanäle abonniert. Lasst hier unbedingt einen Like da. Wenn ihr dieses Video gerade seht, ich bin jetzt auch direkt am Samstag, dem 28.10., den offiziellen Livestream-Starttag, auch live den gesamten Tag. Ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut auf Twitch. Euch allen nur das Beste, ganz viel Liebe und lasst uns was gemeinsam absolut Nices erleben. Viel Spaß mit dieser Staffel Crafting 11. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, 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 ciao.